Chefin jetzt da ist, die Silja Weding. Und ist sie hier, ja, hier. Jetzt Sigmar Faust, auch ein Mittelhäftling aus Cottbus, da ist auch ein Vorstandsmitarbeiter der Gedenkstätte. Ist auch einer der wenigen Fälle, wo sozusagen, es wurde ein Verein gegründet von den Häftlingen und wir haben sozusagen jetzt unser Zuchthaus gekauft und bauen das als Gedenkstätte. Und das ist eigentlich ziemlich einmalig, dass es sowas gibt. Und da ist auch eine gute Zusammenarbeit und das ist vielleicht auch meine Ausstellung ein Beitrag für mich. Da begrüße ich viele Kollegen, ob hier Raimund Friedrich, hier ist Ingolf Höhl. Und wir haben ja dieses Projekt, haben wir ja sozusagen zu viert gemacht. Das ist einfach dieser Lydia Schönberg. Matthias Zweig als Redaktioneller und da auch jetzt diese ganze, mit mühselig die ganzen Briefe hat abschreiben lassen und daraus ein Buchprojekt machen will. Dann der Ingolf Höhl, einer der besten Grafiker, finde ich, den wir hier im Bezirk haben und wo alle Kataloge und alle Plakate für ihn geben, weil wir da so begeistert sind und der auch immer das so auf den Punkt trifft, ob das jetzt die Einladung ist oder das Plakat. Finde ich immer toll. Ja, ich, das war so ein Projekt zu vier, was wir natürlich gefördert bekommen haben. Einmal von der Bundesstiftung Aufarbeitung, einmal vom Landkreis, vom Landrat, vom Landkreis, einmal von der Kreisstadt Schwarzenberg und von der Kreissparkasse Schwarzenberg. Ja. Und dafür möchten wir uns auch ganz herzlich bedanken und wir hoffen, wir haben alle nicht enttäuscht, wenn sie die Ausstellung sehen und das, die ist ja noch nicht mal ganz fertig. Wir wollen ja vielleicht doch im Laufe der Zeit immer noch mal ein paar Sachen dazu machen. Es war auch alles ziemlich aufwendig. Wir haben uns ein Ausstellungssystem ausgedacht, was ziemlich variabel ist und was auch ein bisschen dem Inhalt der Ausstellung entgegenkommt. Auch von mir nochmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Das ist sozusagen eine Ausstellung von und für die Kinder der Revolution. Das soll mal am Anfang stehen. Kinder der Revolution. Hier haben wir Revolution gemacht. Und daran sind wir fast verblutet, obwohl kein Tropfen von dem roten Saft hat unsere Straßen besudelt. Wir hatten alle Hausschuhe an und dicke Schals wie im Winter. Wir waren dann 3 Monate krank. Die Revolution scheißt auf ihre Kinder. Habe sich für Literatur, die in der DDR nicht lizenziert ist, beziehungsweise deren Inhalt eindeutig als dekadent und für den Sozialismus schädlich betrachtet werden muss, eingesetzt. Die Namen der Autoren, unter anderem Hermann Hesse, Antoine de Saint-Exupéry, Gottfried Benn, Franz Kafka, Wolf Biermann, Volker Braun, Ingeborg Bachmann, Hans Magnus Enzensberger. Bayer wird vorgeworfen, er vertrete die Auffassung, freie Meinungsäußerung setze die freie Meinungsbildung voraus. Heftig angelastet wurde dem jungen Schwarzenberger eine Neujahrskarte, auf der er einen Aphorismus des Poems Stanislaw Jagiellek verwendet und offen verschickt hatte. Der ging so: Herrscht der Haifisch im Meer, gibt's einen sicheren Test. Staatsverbrecher ist der, der sich nicht fressen lässt. Erst 4 Wochen nach der Verhaftung durften die Eltern ihrem Sohn das erste Mal schreiben. Eben kommen wir das 3. Mal aus Karl-Marx-Stadt, schreibt die Mutter am 26. August 1969, und erhielten heute endlich die Erlaubnis, ihr zu schreiben. Wir sind sehr froh darüber, weil sie auch unsere Zukunft sind. Denn die ist, wie es der US-amerikanische Historiker Howard Zinn wunderbar formuliert hat, eher in den flüchtigen Momenten des Mitgefühls der Vergangenheit zu finden, als in den beständigen Jahrhunderten des Krieges. Zu diesen Kriegen gehört auch der Kalte Krieg der DDR gegen ihre eigene Bevölkerung, der nicht zuletzt aus der Fantasielosigkeit der Realsozialisten herrührte, wie Ernst Bloch ihnen schon für die Zeit vor dem Nationalsozialismus bescheinigt hatte, und die sie in die Nachkriegszeit gerettet hatten. Konnte man anfangs vielleicht die Angst der Antifaschisten vor einem Volk, das Hitler gewählt hatte und ihm erbarmungslos gefolgt war, noch verstehen, so ist es später nicht mehr verständlich, dass ein Regime, das sich angeblich dem Ziel einer Gesellschaft verpflichtet fühlte, in der die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist, gerade diese freie Entwicklung mit aller Macht unterband. Und ganz gleich, ob es Verhaftungen, Verurteilungen, sogar Ermordungen,
oder nur in Anführungszeichen die Behinderungen bei Ausbildung und Studium, bei der Berufswahl, bei der Religionsausübung waren. Jeder einzelne dieser Zwangsakte hat Lebenspläne zerstört oder behindert, Lebenszeit geraubt, hat physische oder psychische Folgen hinterlassen, die oft noch jahrzehntelang nachwirken. Ich bin gerade ein, habe auch lange überlegt, was wir heute von Musik machen. Erst habe ich an Cello gedacht, dann dachte ich, das wird so tragisch. Dann dachte ich, das ist gute, spielt so ein Saxophon, das ist so eine Mittelsache, wo ich sage, das ist nicht zu lustig, aber nachdenklich, sie hat ja so Variationen über die Gedanken dreier gemacht. Aber das Wichtige war, sie hatte das ausgesucht, die Gedanken sind frei, bevor sie wusste, wie die Ausstellung eingeht. Das ist ja hier sein Artikel. Ja, und da hat auch das rausgefunden, dass die gleich dort hier praktisch erschossen wurden. Verbuddelt, ja. Und gleich verbuddelt worden dort. Ne? Da war doch das, wo sie hier die gesucht haben, Grab aufgemacht haben. Und ja, aber die haben zum Beispiel kein Grab, nichts. Also das wäre also bitte zur Trauerbewältigung, wäre das für die wichtig gewesen. Ja. Du sagst, hier ist die Aschhauser, hier liegen die. Aber ich sag mal, da hat das ziemlich schön und schluss, wo die sagen, das war zu der Zeit selbst noch alle gleich dort. Hat sie was verbrannt und verbuddelt worden. Also ich sage, hier ist ja der Zeit von der Staatssicherheit drin. Das ist das Eingangstor. Wie mag das? Da sind wir vorne noch welche. Nein.